Vor exakt einer Woche lief das ganze Projekt nicht gerade gut. Hier. Scheiße. Och Jungs! Oh Jungs, wir haben verkackt! Ja, okay, aber es funktioniert erstmal. Die Farm an sich worked zu 100%. Hä? Doch natürlich habe ich mich von diesen zwei kleinen Fehlern nicht unterkriegen lassen und einfach weitergemacht. Nur ob die Farm mich doch an meine Grenzen gebracht hat, weil es einfach unfassbar viele Probleme gab. Aber das wird heute ganz interessant. Der Plan steht nach wie vor, ich möchte in Ember Palace ein riesiges Gebäude mit einem Sortiersystem innen drin bauen, was jegliches Item in Minecraft sortieren kann. Und momentan ist die Mission, dass der Ember Palace einfach unfassbar viele Lapis Lazuli Blöcke braucht und wir dieses Lapis Lazuli irgendwie ertraden müssen. Und wie funktioniert das? Korrekt, über Villager. Was braucht man, um aus Villagern Lapis zu bekommen? Genau, jede Menge Emeralds. Und dadurch, dass unsere Villager vor zwei Folgen übertrieben gebuggt haben, habe ich gesagt, komm, lass uns eine Raid Farm bauen. Ja, und was daraus geworden ist, habt ihr ja gerade gesehen. Auf jeden Fall geht es damit heute weiter. Ein unfassbar großes Projekt für eigentlich eine so kleine Farm. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Schaut gerne auf Social Media und Twitch vorbei. Auf Twitch streame ich jeden Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ab 20 Uhr. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh mein Gott, wisst ihr, was der Fehler ist? Ich weiß es, glaube ich. Ah, das ist... Das stört mich jetzt. Das ist schon wieder so ein kleiner Millimeterfehler, wisst ihr? Der halt so richtig sinnfrei gemacht worden ist von mir schon wieder. Also for real. Aber naja, man lernt aus Fehlern, würde ich behaupten, wa? So, Lager ist jetzt im Prinzip gefixt. Theoretisch, also ich denke, hier muss eine Werkbank halt stehen, eine Workbench. Und das kann ein guter Fehler sein. Ey, Mann, ich habe wirklich gehofft, dass wir jetzt einfach durchfahren können, ne? Okay, wir gehen mal auf die andere Welt und gucken da mal nach. Ja, guck mal, weil die haben einen Beruf. Ne, hier steht keine Workstation. Wir gucken uns hier halt nochmal original an, warte ganz kurz. Okay, also Leute, das Problem war jetzt auf jeden Fall unsere Minecraft-Clock, beziehungsweise unsere Redstone-Clock. Mann, was für Minecraft-Clock? Auf jeden Fall unsere Redstone-Clock war das Problem, weil das Ding ist, dass diese Pistons parallel zueinander, also der eine muss nach vorne gehen, danach muss der andere nach vorne gehen und der andere wieder rein. So, und das Problem ist jetzt halt, dass die Dinger zu viel Fall-Damage bekommen und wir deswegen keinen Bannerkopf-Typen töten können. Jetzt bauen wir die Clock nochmal original und hoffen mal, dass es dann funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wo der Fehler ist. Man muss den Hebel schnell drücken. Ach so, Jungs. Ach so, man muss den Hebel schnell drücken. Auf jeden Fall, die Glocke funktioniert. Wir holen jetzt zum dritten Mal. Ja, zum dritten Mal holen wir jetzt Böses Omen 5 in der Hoffnung, dass es dann endlich mal sauber und ordentlich funktioniert. Ohne Probleme, ohne Fehler oder sonstiges. Let's go. Alter, da ist einer. Ja, der erste. Böses Omen Nummer 1. Geil. Ja, da ist es. Oh mein Gott, komm her, Junge. Ah, Glück. Es ist oben 3. Let's go, let's go, let's go. Die Minecraft-Welt gönnt Nummer 5. Let's go, ab nach Hause, ab nach Hause. Finally, finally, finally. Böses oben 5. Versuch 3. Ja, wir machen das jetzt hier wie im Labor. Versuch Nummer 3, böses oben 5. Gut Glück, wir müssen jetzt wieder warten, bis die Glocke runtergetickt ist und die Falltür sich aktiviert. Und danach geht's los. Huhuhu. Ah, perfekt, Digga. Ich bin gar nicht runtergefallen, okay. Ja, okay, 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 okay. Let's go, let's go, let's go. Der Raid startet. So, jetzt geht's hoch. Überfall geht weiter, wird weiter ausgelöst. Überfall ist ausgelöst. Und da sind die ersten. Und jetzt gucken wir mal, ob die zweite Wave auch funktioniert. Leute, hört ihr das? Das klingt gar nicht gut. Okay, ich habe Böses oben noch bekommen. Trotzdem ist da ein Bug. Da sind noch zwei Blöcke falsch. Ich habe es jetzt schon gesehen. Der eine Block da oben muss weg. Hä? Es sind schon wieder keine neu gespawnt. Es sind keine neuen gespawnt, Digga. Warum nicht? Ich versteh's nicht. Wir holen uns gleich erstmal Böses Omen 1. Wir holen uns erstmal Böses Omen 1 und testen es mit Böses Omen 1 nochmal. Wir testen es nochmal. Wir testen es nochmal auf der anderen Welt. Dann sitzen wir auf Game Mode Survival und wir testen jetzt. Wenn die Welt nicht funktioniert und die Farm buggy ist, dann ist der YouTuber eine Drecksau. Der Villager da unten steht auch richtig. Komm. Ja, und jetzt habe ich schon Böses Omen, ne? Ihr seht's. Jetzt habe ich schon Böses Omen. Man kann nur Böses Omen 1 holen. Und dadurch, dass man hier mit Böses Omen 1 die Dinger killt und einen neuen Raid bekommt und einen neuen Böses Omen-Effekt, war das komplett los, dass wir immer Böses Omen 5 geholt haben. Wir haben komplett verkackt. Ich habe komplett verkackt. Es ist enttäuschend. Es ist einfach wirklich deprimierend auch, ne? Also for real. Es ist wirklich einfach deprimierend. Okay, scheiß drauf. Wir gehen auf die andere Welt. Wir regeln das. Wir kriegen das heute noch hin. Ist hier irgendwas falsch? Funktioniert hier irgendwas nicht? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben ja 8. Oh mein Gott, wie kann man denn so dumm eine Farm bauen wie ich? Wie kann man denn so dumm eine Farm bauen wie ich? Das sind nicht 8, das sind nicht 8, das sind 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße. Oh mein Gott.
Ja, das ist der Fehler. Das ist hundertprozentig der Fehler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ja, das ist der Fehler. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist der Fehler, hundertprozentig. Okay, Versuch Nummer 5. Versuch Nummer 5. Oh, ja, ja, ja. Clap, clap. Let's go, let's go. Weg damit, Junge. Komm her, gib's mir. Danke, tschüss. Ich bin weg. Peace out. Ah, endlich so. Jetzt geht's an die Farm. Fünfter Versuch. Nummer 5. Böses Omen ist da. Alle Bugs sind behoben. Die Farm muss, sie muss funktionieren. Und diesmal sage ich es nicht so. Es muss funktionieren. Wir haben Clocks behoben. Wir haben so viel an dieser Farm heute schon rumgetüffelt, gebaut, so viel versucht, so viel getan und getut und alles halt, ne? Es muss funktionieren. Eine andere Option gibt's nicht. Clocks sind richtig eingestellt. Böses Omen haben wir, wir Twines. Ja, komm. Okay. Es beginnt. Hoch. Farm. Wait. Startet. Komm. Ja, viel höher. Wir sind viel, viel höher als vorher. Sie sind gespawnt. Sie verbrennen. Hilfe. Warum verbrennen sie? Nein, ich bekomme kein böses Omen. Die Lava. Junge, was war das denn jetzt? Alter, was war das denn jetzt? Die Lava ist, glaube ich, eigentlich wirklich nicht wichtig. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, okay. Das, was vorher nie funktioniert hat. Nummer 2. Ja, er ist gespawnt. Jungs, er ist gespawnt. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist es. Nach 4,5 Stunden. Geil. Ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken. Es ist... Wow, es funktioniert. Es funktioniert, Leute. So, nochmal hören. Wird er ausgelöst? Hallo? Nee, Digga. Was ist das? Warum nicht? Was ist das Problem? Die Fläche ist genauso groß. 2 in jeder Richtung, ne? Höhe 200... Oh mein Gott. Ist die Höhe falsch? Wartet, die Plattform ist auf der falschen Höhe. Kiste? 2 Blöcke nach unten. Nee, wie kann man eine Farm so verkacken zu bauen? Ja, die Plattform. Oh mein Gott. Nein, es kann doch nicht an der Plattform liegen. Holy shit. Scheiße, Digga. Nein. Sag's mir doch nicht. Die großen Viecher spawnen da oben. Das Problem ist, die großen Viecher, die spawnen hier oben nicht, weil die nicht in die Lava fallen. Die großen Viecher, die bleiben hier oben stehen. Bedeutet, der neue Wade kann hier oben nicht spawnen. Der hat keine Spawnfläche und somit kann er nicht ausgelöst werden. Somit funktioniert die gesamte Farm nicht, Digga. Weil die großen Viecher die Spawnfläche blockieren. Und somit kann nichts anderes spawnen. Okay, nächster Try. Ich hab's jetzt gefixt. Wir holen jetzt böses Omen. Wir holen jetzt böses Omen zum nächsten Mal. Also VG, das ist jetzt Versuch Nummer 6 übrigens. Versuch Nummer 6. So, dann gönn uns doch mal bitte hier Glück, auch wenn ich selbst inkompetent... Oh mein Gott, ja, komm her, Junge. Das zeigt mir von einem guten Zeichen. Let's go, wir gehen zur Farm. Wir versuchen es nochmal. Wir stehen jetzt wieder an der Farm. Versuch Nummer 6. Wir haben jetzt jegliche Sachen gefixt. Wir haben einen Bauhöhenfehler gehabt. Wir haben einen Clockfehler gehabt. Wir haben einen Villagerfehler gehabt, der gefehlt hat. Wir haben zahlreiche Sachen gehabt. Sortiersystemfehler. Zahlreiche Sachen, die ganz falsch liefen, die ganz falsch waren. Ich hoffe, es funktioniert, Digga. Ich hoffe wirklich einfach, es funktioniert. Komm, Leute, es geht los. Ich habe schon richtiges Grinsen in meinem Gesicht. Hört man das? Ich bin so richtig einfach aufgeregt schon, weil ich mir so denke, fuck, was machen wir, wenn es wieder nicht funktioniert? Der Wade wurde ausgelöst, das ist schon mal gut. Die Dinger kommen an, ohne Probleme. So, wir haben Bett oben 5. Es ist schon pure Spannung, oder? Der Wade wurde ausgelöst, sehr gut. Noch nicht zu feierlich freuen, Leute. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es wird schon wieder nichts ausgelöst, Digga. Ich verstehe die Farm nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach mit der Farm. Ich habe mich jetzt dazu nochmal informiert. Tatsächlich, ja. Und diese Kack-Wade-Farm ist an sich erst sehr, sehr buggy. Damit muss man rechnen, dass ab und zu dieser Wade im Prinzip einfach aussetzt. Nur das hätte ich vorher wissen müssen, weil eigentlich sollte man diese Farm neben einem Outpost bauen. Den haben wir natürlich jetzt nicht in der Nähe gehabt. Ist aber auch nicht schlimm. Auf jeden Fall testen wir das jetzt. Wir haben letztes Mal 7 Versuche oder so gebraucht und testen es jetzt. Es müsste jetzt alles gefixt sein und wir gucken uns das jetzt gleich an. Und es dürfte jetzt keine Bugs mehr geben. Wir werden es jetzt versuchen und wenn es funktioniert, werden wir erstmal eine Weile AFK stehen, um die Kisten hier ein bisschen voll zu bekommen. Ja, es dürfte keine Bugs geben, das hieß doch letztes Mal. Kurze Frage, wurde der Wade nicht ausgelöst? Wollt ihr mich, was ist denn das? Ah, der Wade wurde nicht ausgelöst, perfekt. Auf jeden Fall herrscht hier irgendwo noch ein ganz fetter Fehler und den Fehler müssen wir finden, weil der Wade wurde schon wieder nicht ausgelöst. Es ist so sinnfrei, hä? Es kann nichts an Bugs geben, was es irgendwie auslösen könnte, dass es nicht funktioniert. Das ist, ja, belastend, Digga. Das ist Versuch Nummer 8 ist dann auch gescheitert. Wir versuchen es einfach nochmal. So, okay, letzter Versuch Nummer 10. Das Problem ist, ich weiß halt wirklich nicht, warum. Ich kann es mir halt auch einfach nicht beantworten. Jetzt, es muss funktionieren. Es muss. Bam. Zack.
Clock löst sich aus, Clock läuft durch. Boost, hoch, höre ich irgendwas? Ja, ja, perfekt, Digga. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Wir gehen auf die andere Welt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß, ich bin wirklich am Ende auf meiner Ratschläge. Ich bin so verwirrt, ne? Ich bin wirklich so verwirrt. Und sonst ist alles genau so wie drüben. Ist irgendwo noch eine entscheidende Änderung? Nee. Unten ist alles korrekt. Ja, wir holen jetzt nochmal Bett oben. Wir probieren es jetzt ein 11. Mal. So, guck mal. Hier haben wir den. So, Versuch Nummer 11. 11. Ja? Halten wir es fest. 11. Versuch Nummer 11. Nach 6,5 Stunden jetzt insgesamt. Wir tryen's. Wir versuchen es. Ich hoffe, die Farm workt jetzt. Ich habe bei Versuch Nummer 3 oder so gesagt, dass wir es machen wie in einem Labor. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir wirklich bei Versuch Nummer 11 ankommen. Junge, Versuch Nummer 11. Komm. Wert ausgelöst. Er wurde ausgelöst. Okay. Nö, ich hasse diese Farm. Doch, hey, er wurde ausgelöst. Es war nun wieder zu wenig. Jungs, ich brauche ein Bett oben. Komm. Und jetzt weg. Nein. Alles gut, Jungs. Alles gut. Das war ja easy für mich. Als Minecraft-Profi, Digga, da sterbe ich doch nicht. Das war, ja. So. Ich bin immer wieder gespannt, wenn diese Farm anfängt, ne? Ob das ordentlich funktioniert. Der Wait wurde schon wieder nicht ausgelöst, übrigens. Digga, was ist denn das? Es ist so sinnfrei. Wir gucken jetzt nach einer neuen Farm, ist mir egal. Es macht keinen Sinn, jetzt weiter zu probieren. Ganz einfach. Wir müssen nach einer neuen Farm gucken, anders geht's nicht. Wir haben jetzt hier eine neue Farm gefunden, weil die andere ja scheinbar komplett rumbackt. Das ist ja eine komplette Katastrophe. Und ich werde jetzt die Farm im Prinzip umbauen. Also die vorhandene Farm werde ich jetzt umbauen zu der Farm hier. Die Farm funktioniert 100%. Ich meine, der Chat zumindest. Danke nochmal an euch. Das ist nicht so eine große Veränderung. Die Schaltung da oben ist genau gleich wie bei der jetzigen. Außer so 2, 3, 4, 5 Blöcke. Und die Schaltung da unten ist ja komplett anders. Die müssen wir ändern. Der Rest ist komplett gleich und das Sortiersystem wird dann umgebaut. Aber das können wir später machen. Genau, darum kümmere ich mich jetzt. Leute, wir haben jetzt hier, oder ich habe jetzt die Farm hier fertig gebaut und jetzt habe ich endlich die Mission erfüllt. Wir haben eine komplett neue Farm im Prinzip gebaut mit komplett neuen Schaltungen, außer das hier, das ist relativ ähnlich alles. Und jetzt hole ich mir nochmal Böses um am Ende die Farm jetzt starten zu können und nochmal hoffentlich erfolgreich testen zu können, dass sie funktioniert. Der Testlauf gerade eben, der Trockentestlauf ohne Böses hat super funktioniert und jetzt geht's ab, sich Böses holen und dann wird die ganze Farm hier getestet. Wo haben wir denn Böses hier? Hallo? Oh mein Gott, Alter, wir haben so ein Glück. Perfekt, komm her, Junge. Zack, ab nach Hause, mehr brauche ich nicht. Wir haben jetzt Böses Ohm, haben alle Effekte, sind komplett bereit. Also komplett bereit. Versuch Nummer 12. Nummer 12. Ich will es nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und wir testen den Shit jetzt. Okay, es geht los. Wir fallen, werden hochgeschleudert, der Überfall beginnt. Ich habe es gehört, er wurde ausgelöst. Er wurde 100%ig ausgelöst. Wo sind die Typen? Digga, was ist denn das? Wo sind denn... Hä? Was ist hier denn passiert? Was ist das denn? Wie kommt das denn? Was zur Hölle? Warum? Du kannst es in die Tonne hauen. Wir haben nichts gemacht. Nichts da oben. Nicht eine Sache haben wir gemacht. Es ist verflucht. Wir haben da oben nichts gemacht. Nichts. Ihr habt es gesehen. Ihr wart die ganze Zeit dabei. Ich war nicht einmal da oben. Wie kommt es denn jetzt dazu? Die Lava steht wieder korrekt. Wir holen jetzt Böses oben. Auf einen nächsten Versuch. Versuch Nummer 13. Böses oben wird geholt und danach versuchen wir es. Let's go. Da haben wir den wunderschönen Typen, den wir schon sonst wie oft gekillt haben. Hallo. Zack. Und wir machen uns wieder weg, wir machen uns zur Farm. Und da wird Versuch Nummer 13 gemacht. Ich bin hyped. Ey, das ist immer so, mein Puls steigt hier immer richtig in diesem Warten. Was wir hier immer machen müssen, mein Puls ist so richtig auf 83 gefühlt. Noch habe ich nichts gehört, Leute. Digga. Warum? Es macht halt legit keinen Spaß mehr, ne? Also wirklich jetzt. Was soll die Himmelsrichtung damit zu tun haben, Jungs? Was soll die Himmelsrichtung damit zu tun haben, dass die Raids sich spawnen? Letztendlich, ich habe es ja vom Aufbau her genau gleich wie hier. Er meint im Video Süd? Wir gucken nach. Nee. Warum? Warum soll es noch... Digga. Ich fange gleich an zu heulen, Alter.
Ich fange gleich an zu heulen. Was ist das? Wie soll denn die Himmelsrichtung damit zusammenhängen? Ich verstehe es auch nicht. Scheinbar muss die Himmelsrichtung was damit zusammenhängen. Die komplette Farm ist falsch gebaut. Wir müssen komplett die gesamte Farm nach 15 Versuchen und 9 Stunden Arbeit auf Süden verlegen. Denn jetzt gucken wir hier nach Norden, das muss aber nach Süden. Heißt, wir müssen alles abreißen und neu bauen nach da. Nach da, ja? Ebenfalls müssen wir müssen alles abreißen. Wir bauen jetzt die komplette Farm neu. In der Hoffnung, danach funktioniert es. Warum diese Himmelsrichtung damit zusammenhängt, weiß niemand. Wir sind gerade, wie viele Zuschauer sind wir? 41 Zuschauer im Stream, keiner weiß es, keiner. Wir bauen es jetzt einfach neu und hoffen, dass die Scheiße danach funktioniert und dass das endlich alles wirkt. Wenn nicht, dann bin ich übel wütend und zerklopp einfach meinen PC und wir lassen das mit der Farm einfach. Und dann geht's jetzt los, ich baue jetzt die komplette Farm neu, let's go. So, Freunde, wir haben jetzt gestern und heute im Prinzip die Farm hier komplett umgebaut, komplett nach Süden umgebaut. Wir haben jetzt alles in Richtung Süden. Warum die Himmelsrichtung daran schuld ist, weiß ich immer noch nicht. Keine Ahnung, ich verstehe auch die Farm noch nicht. Die Farm an sich funktioniert, wir testen sie jetzt gleich nochmal. Und danach holen wir Böses oben und machen Versuch Nummer, wie viel Chat? 16? Ich glaube Versuch Nummer 16, genau. Versuch Nummer 16 machen wir dann. Und dann hoffen wir mal, dass die Scheiße hier endlich funktioniert. Es geht los, wir gehen hoch. Und jetzt müsste ich oben ankommen und müsste von den Pisten direkt weggekickt werden. Genau, funktioniert alles perfekt. Dann machen wir uns jetzt ran und holen Bett oben und machen Try Nummer 16. Bett oben, mein Freund, was geht? Ab geht's weg hier. Ganz schnell wieder nach Hause. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Wird die Raid Farm funktionieren oder funktioniert sie nicht? 12.000 Kanalpunkte für ja. Und nicht mal 1.000 für nein. Also der Stream ist sich ziemlich sicher, dass hier irgendwas gleich sehr gut funktionieren muss. Wir tryen's. Gleich geht's los. 3, 2, 1. Let's go. Ich bin gespannt. Warte kurz, der Wait wurde nicht mal ausgelöst, oder? Oh mein Gott, Jungs, die Farm ist nicht fertig. Wir haben verkackt. Die Farm ist doch noch gar nicht fertig. Der Villager ist zurück zum Dorf geschwommen. Wir haben so verkackt. Scheiße. Scheiß, einfach jeder hat's auch vergessen. Tut mir leid, da habt weder ihr noch ich dran gedacht. Einfach der Villager hat gefehlt. Perfekt, Junge, perfekt. Ey, aber dass der Villager da unten nicht ist, wir hatten damit jetzt gerechnet. Das ist so lost. Zumal der Villager... Ach! Hä? Ja, jetzt ist der Überfall aus, aber bringt dem Überfall jetzt auch nichts. Ist der Wade jetzt oben gespawnt? Ah, der Wade ist... Ach, Digga, perfekt! Ich stehe ganz unten, die Wade-Farm funktioniert. Ja, Digga, was? Nein, Jungs, ich kann jetzt nicht. Ich muss den Villager hochholen. Nicht sterben. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wer hat damit jetzt gerechnet? Das hat halt niemand ahnen können, ne? So, bauen wir noch die Whale-Strecke ab und dann machen wir den nächsten Testversuch. Versuch Nummer 17 wird jetzt gestartet. Ich mache mich auf den Weg. Banner, let's go. Böses Omen Nummer 16. Ab geht's nach Hause. Versuch Nummer 17. Im Stream haben 11.000 Leute mit 11.000. Es haben Leute mit 11.000 Kanalpunkten auf Ja gesetzt, dass sie funktioniert. Und 20 auf Nein. Heißt, es kann sehr gut sein, dass sie funktioniert. Kann aber auch genauso gut sein, Digga, dass wir hier gleich widerstehen. Und einfach alles den Bach runtergeht und ich anfangen werde zu weinen und einen Nervenzusammenbruch erleide und danach ins Krankenhaus muss und nie wiederkomme. Wir werden sehen. Komm. Jetzt. Es geht los. Versuch Nummer 17. Fall, Überfall löst aus. Oh mein Gott. Es ist ausgelöst worden. Ich habe gerade fast innerlich angefangen zu weinen. Okay, das hat noch nichts zu heißen, Leute. Wir haben die Farm schon mal getestet und wir hatten 5 Durchläufe und danach hat sie rumgebuggt. Wir werden jetzt 2-3 Durchläufe gucken und danach hoffe ich einfach, dass der Shit hier funktioniert. Alter, was? Das fängt richtig an, gefühlt in-game zu laggen, Alter, so viel ist es. Holy shit. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Mods, ihr könnt es auflösen, es funktioniert. 100%ig. Ich will ungern, wir machen mal die Glocke hier aus. Ich will ungern jetzt nochmal runterfallen eigentlich. Ja, funktioniert. Jungs. Finally. Oh mein Gott, finally. Leute, nach über 12 Stunden
purer Verzweiflung, 17 Niederschlägen, der puresten Katastrophe, mentaler Zerstörung auf anderem Niveau, kann ich offiziell sagen, die Farm, sie funktioniert, sie ist einsatzbereit, sie ist fähig, wir können sie offiziell ordentlich verwenden, können offiziell damit farmen, das Projekt geht weiter, wir werden Lapis Lazuli traden und ich bin unfassbar hyped, es funktioniert, wir kommen voran, es geht immer weiter, es wird geil. Es wird geil. Damit hatte ich wohl ziemlich stark recht. Wie immer kommt die nächste Folge nächste Woche Sonntag um 16 Uhr. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Es wird unfassbar insane, dafür garantiere ich. Und bis dann, Leute. Ciao.